Ja, damit willkommen zu einem kleinen Video. Und zwar wollen wir heute mal sowas in die Art Techno komponieren. Und zwar nutzen wir dafür Complete Control. Das ist von Complete selber ein Sampler, beziehungsweise hier sind jetzt One-Shots drin und wir wollen einfach mal einen schönen Techno-Sound komponieren. Und dann schauen wir einfach mal an, gucken wir uns einfach mal an, was wir hier so an Sounds haben für Complete. So, wir benutzen hier oben auf den All One Shots, da kann man so einen Hebel aufklappen, beziehungsweise so einen Dropdown. Hier haben wir alles Mögliche, hier können wir alles Mögliche nachgucken und hier oben über das Dropdown-Menü können wir genau in die gewissen Sample Packs reingucken. So, wir gucken in das Molten Vile, das ist so eine Art, ja, Sample Pack für Techno jetzt. So, dann sortieren wir mal nach Drum und hören mal hier rein. Da haben wir jetzt Claps. Gucken wir mal, ob wir einen kompletten. Da haben wir Drums. Finden wir dann auch hier Right, Snare, Toms. Na, hier sind wahrscheinlich nur One-Shots drin. Wir können aber auch hier oben wechseln auf Loops. So, dann können wir uns da einen schönen Loop raussuchen. So, dann können wir ja gucken, in welchem Tempo wir das Ganze machen wollen. Dann können wir hier die Drums noch dazu packen. Einfach mal reinhören. Wir gehen mal mit dem Tempo auf die 125. Ja, wir bleiben auf jeden Fall mal auf den 125. So. Right, Snare haben wir auch wieder alles hier. Und dann fangen wir einfach mal an. Drücken mal hier doppelt drauf. So, jetzt haben wir hier das Sample. Und wir fangen einfach mal damit an. Das kann man hier reinziehen. Keine Audiospur, weil das die Instrumentenspur ist. Und dann beginnen wir mal. Wir spielen das Ganze aber im Stereo aus. Warum zeigt der mir denn hier jetzt? Ah, das ist hier. Kein Surround. Wir gehen mit Stereo raus. So. So, das loopen wir jetzt mal. Ein paar Clips. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir hier auf die 17. So. So, was haben wir hier? Das mal mit hier rein. Das ändern wir auch. Ja, ich weiß, ich mache viel im Surround. Wechseln wir das mal auf Stereo. So, dann hören wir mal rein. Ja. Klingt schon noch was, ne? So, da setzen wir, also machen wir mal hier. Das sind Toms, das sind Kicks. So, was können wir da noch reinpacken? Hi-Hats. So, hier haben wir ein paar Hi-Hats. Warte mal, da sind wir auf 25, alles okay. So, die packen wir mal hier mit rein, so ein bisschen Arrangement mit reinbringen jetzt erstmal.
Ich mache immer so eine Bar komplett und wenn man das loopen muss, ist ja auch nicht schlimm. So, setzen wir das mal da mit dran. Und das mal da. Dann loopen wir das hier nochmal. So, und dann sind wir hier. Da können wir nachher eine Automation einfügen. Machen wir das so und sagen hier Equalizer Tools. Machen wir einen Low Cut rein hier, 60 Hertz. Und den machen wir mal hier. Volume ist okay. Dann machen wir, was haben wir gesagt? Low Cut, ne? Low Cut Frequency. Genau. Und dann bringen wir den Sound hier rein. Meinetwegen auch ein bisschen länger ziehen hier. Sehr. Das gefällt mir nicht, dass das da so. Dann können wir nämlich hingehen, nehmen uns die Loops, cutten die einmal weg und ziehen die dann auf. So, einmal aufziehen, kopieren. So, jetzt haben wir das schon mal hier so ein bisschen automatisiert. So, jetzt kopieren wir das Ganze nochmal. Fügen das hier hinten an, dann gehen wir nochmal in Tatar rein, machen hier wieder einen Stereo-Sound draus. So, dann gucken wir mal nach einem schönen Bass, der da vielleicht reinpasst. So. Brummt ganz schön. Auch packen wir mal hier rein. Passt doch, würde ich sagen. So, ziehen den auf. Jetzt haben wir ja schon mal unser ersten, quasi unser Intro geschaffen. So, das können wir auch hier oben einmal arrangieren. Sagen dem hier, das ist jetzt komplett das Intro. Bei dem Techno hat man übelst lang immer ein Intro. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Drücken hier auf Plus, dann kommt eine Strophe. Da packen wir auch jetzt nochmal den rein. Und gleich kann man so ein bisschen so 1, 2, 4, 4 Mal das Ganze. Ziehen das auf. So, bis da. So. Und jetzt kann man hier immer so Breaks reinsetzen. Wir machen jetzt hier mal einen Break. Da machen wir, ach, gucken wir mal, ob wir ein schönes Sample finden. Ansonsten müssen wir in die Sample Library gucken. So, Sound Effects. Was haben wir denn hier? Die One-Shots rein, da haben wir ja auch sowas. So, Shots machen wir auf jeden Fall nicht. Drum Impacts.
Das ist zum Beispiel schon mal hier so ein. Dann nehmen wir den Sound doch einfach mal. Der ist aus dem gleichen Pack. Setzen den mal hier ein. So, hoppla, das war das falsche Fenster. Das hier wollte ich schließen. So. Hier kommt quasi unser Break hin, beziehungsweise unser Dingens. So, jetzt sagen wir ihm hier Ausgang Stereo. So, dann haben wir hier jetzt. Machen wir mal Toms. Das sind unsere Toms. Das ist unsere Kick. Das sind unsere Hi-Hats. So, und hier kommt unser Bass. Und dann kommt hier unser erster SFX. So, und das hört sich jetzt so an. So, und dann kann man natürlich variieren, indem man jetzt hier die Kick rausholt oder ich sag mal, wir holen jetzt hier mal die Toms raus. Und wir setzen mal auf den Bass auf jeden Fall einen Kompressor. Man kann einen Kompressor nehmen, man kann aber auch jetzt hier von Kelbegeist zum Beispiel oder von Niki Kickstart drauf machen. Wir machen mal Kickstart drauf. Ah ne, das ist immer noch die Demo, die habe ich immer noch nicht registriert. Ist ja doof, ne? Dann nehmen wir, was ich auch finde, ist das bessere Plugin, ist Shaperbox. Dann nehmen wir dann hier einfach Sidechain. Ne, und das Ganze hört sich dann so an. Ohne Sidechain so. Mit Sidechain hört sich ein bisschen satter an. So. Der Bass ist aber trotzdem immer ein bisschen laut. Wir können mal gerade gucken. Wir nehmen mal hier den Bass raus. So. Das gefällt mir nicht ganz hier. Wir gucken gleich mal, ob ich noch was anderes finde. So, wir gucken noch mal hier rein, ob wir hier noch irgendwas Geiles finden. Ein Synth. Ist ja gut. Short. Wechseln aber hier auch wieder auf Stereo. So. Und dann kann man auch hier so beispielsweise ein bisschen was kombinieren, indem man jetzt hingeht und sagt, wir machen das mal kurz kürzer hier. Machen das so und hören dann mal rein. Und dann kann man da noch ein paar Effekte drauf packen, wie zum Beispiel jetzt, wir gucken mal hier,
Rein Native Instruments packt ja da eine ganze Reihe an geilen Effekte mit rein. Und was ich halt am geilsten finde, ist Raum. Und das ist einfach ein übelst geiles Plugin. Das ist ein Delay-Plugin, wo ich eigentlich am liebsten Cosmic verwende. Finde ich ganz geil. Können wir ruhig ein bisschen krasser machen hier. Was man jetzt noch reinmachen kann, ist, dass der Sound ein bisschen nachhallt. Und das könnten wir theoretisch mit einem Reverb machen. Gucken wir, nehmen wir mal den von Logic selbst. Wir können auch hier jetzt einfach mal die Hi-Hats rausholen. Hier holen wir die Toms weg, dann setzen hier die Hi-Hats ein, hier setzen die Toms nochmal ein. Und dann haben wir am Ende nochmal ein bisschen mehr, ja. Dann kann man das so ein bisschen variieren hier, indem man eigentlich das so nimmt. Cuttet den Anfang weg bis dahin. So, die Hi-Hat, da kommt auf jeden Fall ein Raum drauf. So, dann sind wir hier. Das ist jetzt alles nur ganz einfach mal bisschen was mit Complete Control erstellt, ne, und dem Complete. Den können wir noch mal rausholen hier. Schieben hier den noch komplett rein. Mir gefallen die Hi-Hats aber noch nicht. Zur Not kann man da auch mal selber eine programmieren, ne? So, wir nehmen mal hier Drums. Und dann gucken wir noch mal in die Hi-Hats rein. Die sind ganz nice. Oh. Warte mal, diesen geil hier. So, wir haben jetzt hier ein Plugin reingeladen, was keine 25 BPM hat. Das können wir ganz einfach, indem wir einen Rechtsklick drauf machen. Und sagen hier Regiotempo auf Projekttempo anwenden. Das können wir machen. Oder, ja, dann wird halt das Projekt nach dem Tempo des Samples angepasst. Oder man geht hin und sagt hier
Projekttempo auf Regionstempo an, Downbeat anwenden. Dann samplet er uns das hier und macht uns das für unsere Geschwindigkeit. Dann wird das Sample quasi, so, den nehmen wir weg, packen den da rein und dann hört sich das so an. Jetzt brauchen wir hier nicht mehr so einen krassen Hall, weil das Sample an sich schon einen Hall drin hat. So, die Hi-Hats müssen auf jeden Fall leiser. Machen wir hier. Genau, so. So ist das eigentlich ganz nice. So, jetzt ziehen wir das auf hier. Jetzt habe ich mich verklickt. Und dann machen wir das Ganze so. Kopieren das einmal darüber. Den kopieren wir jetzt auch mal darüber. So, jetzt hatten wir ja hier unsere Chords. Ne? Die Chords können wir jetzt hier auch mal mit reinpacken. Ziehen die wieder auf, wofür wir die brauchen. Und hören wir das mal zusammen an. So, hier muss auf jeden Fall auch ein Kickstart, nee, nicht Kickstart, ein Shaperbox drauf, da will ich auch einen Sidechain drauf haben. So, was man jetzt auch noch machen kann, ist, man kann eine Art Filter drauf packen, der nennt sich ein Logic Auto Filter. Und der dann von Mal zu Mal, ach Mist, immer aufgezogen wird. Beziehungsweise sich immer höher zieht, bis wir sind jetzt hier und hier machen wir die nächste Strophe quasi. So. Und dann gehen wir hier einmal rein. Einmal aufklappen, beziehungsweise Volume können wir, Autofilter können wir ändern. Nehmen hier den Cut-Off. Der Cut-Off liegt jetzt hier bei 90%. Und wenn wir den Cut-Off jetzt runterdrehen, dann kann man hier was Trimmen machen. Jetzt hört man den nicht. Da machen wir mal einen Punkt. Und hier machen wir mal einen Punkt. Und ziehen den hier komplett auf. So. Dann hören wir mal nochmal rein. So, jetzt kann man hier ein bisschen Variation in den Beat reinbringen, indem man hier hingeht, sagt, Alter, ich möchte hier ein bisschen langsamer. Beziehungsweise hier ein bisschen, machen wir hier hinten, Kick rausnehmen und Bass rausnehmen. Man kann auch jetzt hier komplett das und das wegnehmen, das quasi eine Bar lang so ein Art Intro spielt. Und dann geht man hin und nimmt sich das wieder alles hier, zieht das wieder hier rüber
und nimmt hier quasi das mit. Jetzt müssen wir aber wieder reingucken. Wir müssen hier den Cutoff rausholen. So, den brauchen wir jetzt nicht. Zack. Und dann hört sich das so Das Ganze ziehen wir noch mal ein Stück weiter. Dann kannst du so nach und nach dein Arrangement aufbauen, dein Arrangement aufbauen und kannst dann hier natürlich auch, keine Ahnung, wir sind jetzt hier bei 69 Takten, langsam müssten wir in die Zeit kommen. Bei 2 Minuten, ja, quasi wiederholt man jetzt nochmal und dann ab und zu mal ein bisschen variabel einbauen, dass du so auf 6 Minuten Techno-Track kommst. So, was wir aber auch machen können, ist, wir können mal in die Sample Library gucken. Haben wir ja auch hier. Und da können wir uns ein paar Sounds raussuchen. Wir hätten hier, ja, was kann man denn da nehmen? Gucken ins Kaschmir-Pack mal reingucken hier, ob es hier ein paar FX-Elements gibt, die man hier einfach mit reinpacken kann. So ein, was haben wir da? Impacts gibt es. Nein, nein, warte mal, wir fangen mit dem Riser an. Sweeps and Lasers. Sweep Ups. Sweep Up Long. Dann baut sich das langsam auf. Da haben wir doch schon einen. Da haben wir doch schon einen. So. Den kann man hier mit drunter packen. Hallo. So. Der ist dann genau eine Bar lang. Auf jeden Fall eine Lautstärke viel, viel höher. Naja, aber passt nicht ganz genau in eine Bar hier. In eine Bar. Der wird dann hier so. So, hier haben wir wieder das nächste Problem. Wir hatten ja hier den Filter reingemacht. Den können wir jetzt hier einmal wieder komplett aufmachen. Hallo, Filter, ich will dich, ich brauche dich jetzt gerade. Und dann hört sich das Ganze so an. Ich weiß, man kann hier mit Effekten und allem Möglichen noch viel, viel geileren Scheiß machen. Man kann jetzt auch quasi, sage ich mal, jetzt hier so einen kleinen Sweep abnehmen, dass so ein kleiner Schst eventuell da wieder mit reinkommt. Sweeps Mini. Na, hier haben wir so einen kleinen Mini-Sweep. Der wird hier vielleicht hinpassen. Den machen wir auch in, nicht in Surround, sondern in Stereo. So. Machen eben einiges leiser und hören mal. So, dann können wir da quasi theoretisch nach Adam Riese Short
down. Sweep down mit reinpacken, den auch leiser machen, viel leiser machen und auch in Stereo, und dann haben wir den ganzen Übergang so. Warte mal. So, dann können wir das Ganze nochmal nehmen hier. So. Weil die Effekte, die wiederholen sich in so einem Song halt immer, ne? Und dann nehmen wir den weg. Huhu, den weg und setzen den dahin. So, hören wir mal rein. Ja, das ist quasi theoretisch gesehen ein ganz einfacher Techno-Sound, gemacht jetzt mit Complete Control über diese Libraries hier. Wenn ihr das Complete Control Dings Package gedönst habt, dann könnt ihr das auch über alles übers Keyboard steuern. Ich habe nur das. Gibt von Native Instruments, gehst auf gratis und dann gibt es hier Complete Start. Kostet nichts. Sind ein paar coole Plugins dabei. Ich kann es nur empfehlen. Also, das sind ein paar Effekte dabei, wie zum Beispiel, was haben wir denn? Wir können ja mal reingucken. So, wir haben enthaltene Produkte: den TRK01 Bass, die Micro Prism Laser Bass ist da drin, Carbon 2, Space Drone, New School und Block Bass ist da drin. Block Bass ist quasi synthetisch Synthi-Sounds, die man nachbauen kann. Dann gibt es hier Kinetic Treats, Expansion, Selection, ist denn, da hast du ein paar Loops dabei und sowas, was wir jetzt gerade benutzt haben. Syndrums, Band, World, Vintage und Urban Beats und zwei Effekte, den Supercharger und das Guitar Rig 6 Player. Ja, ansonsten ist noch Complete Control selber dabei, das Contact 6 Player ist dabei und der Reactor Player ist dabei. Also einfach mal in die Dingens reinschauen und einfach mal downloaden, kostet nichts. Das ist das Free, gratis Download und damit kann man schon echt viel machen. Wir können auch mal gucken, ob wir hier die Plugins bei mir in Complete finden. Suchen wir mal diesen Laser Bass hier. So, dann kopieren wir das einmal kurz. Wechseln das Instrument bzw. das ist hier Complete Control und ich glaube hier müsste es irgendwo, ne, warte mal.
Ja, wo findet man das jetzt? Ich glaube, der ist im Reaktor drin. Das ist jetzt der Reaktor-Player. Und da müsste es irgendwo. Was suchen wir nochmal? Jetzt habe ich das glatt vergessen. Laserbass. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er ist auf jeden Fall hier drin. So, hier haben wir den TRK. Was? Da ist Microprism. Microprism kann ich euch zeigen, habe ich eben gefunden. Da ist Microprism. Könnt ihr einfach laden. Dann habt ihr hier oben. Autobahnpad. Ja, dann könnt ihr euch die Presets hier einfach mal reinladen. Wie gesagt, schaut mal da rein, klickt mal drauf und mal gucken. Ich speichere das jetzt hier auf jeden Fall mal als Projekt. Vielleicht rendern wir es irgendwann mal raus und dann gibt es zum kostenlosen Download. Werde ich auf jeden Fall machen. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen da lassen. In Zukunft werde ich noch ein paar mehr Videos präsentieren, beziehungsweise solche Videos hochladen und dann schauen wir uns das auch alle mal gemeinsam an. So, und eigentlich theoretisch hätte ich das alles noch farblich markieren können, dass man es wiederfindet. Aber ich würde sagen, machen wir beim nächsten Mal. Ich bin auf Wiedersehen.